My job is to lead our venture and orchestrate all stakeholders. I navigate the evolution of humanistic tech education. I'm juggling the building, finances and formalities, and in that sense I'm making sure the spaceship is always ready to fly. My job is to select the right students and make sure they learn and progress to become happy software engineers. My job is to make sure that the spaceship is optimal for learning whilst keeping things fun. My job is to lead the tech and R&D program at 42 Wolfsburg. I run our spaceship's machine room. Wolfsburg. Dieser Artikel stammt aus dem Sternenjahr 2021 und wird fortlaufend mit den Geschehnissen aktualisiert. In einer der für 42 Lerner bedeutendsten Städte auf dem Planeten Erde, in Wolfsburg, entsteht ein neuer Campus für eine Programmierschule des intergalaktischen 42-Netzwerks. Auf der Erde gibt es aktuell 33 Schulen in 22 Ländern mit über 10.000 Studierenden. Die Wolfsburger Schule hat eine Kapazität von 600 Adepten und wenn das Universum sich nicht gegen die Sache verschwört, werden ab heute die ersten 150 Studenten ihre Bildungsreise beginnen. Dieses Juwel der neuzeitlichen Pädagogik wird den Betrieb aufnehmen, um die für immer nächste Generation von Softwareingenieuren auszubilden. Einige Forscher rechnen damit, dass der Standort zum Innovationsspeedboot für den deutschen Automotive- und Mobility-Sektor wird. Andere sehen vorher, dass sich die Schule zu einem Pionier des Bildungssystems entwickelt. Als Hauptgründe hierfür werden der für diese primitive Lebensform als innovativ zu betrachtende Lehransatz, genannt Peer Learning, die starke Gewichtung von Teamarbeit und der hohe Grad an Selbstbestimmung angeführt. Ein Studium an der 42 Wolfsburg ist kostenlos und ohne Vorkenntnisse möglich. Das Team der 42 Wolfsburg hat gelobt, den Studierenden die nötigen Soft Skills zu vermitteln, die in einer Wildwasserwelt benötigt werden, in der es sich jeden Tag anfühlt, als würde man mit einem Kajak durch Stromschnellen manövrieren. Die 42 ist dafür bekannt, Philosophie und Aufklärung als Schlüssel für die Zukunft der Gesellschaft zu betrachten und die Schule deshalb so zu gestalten, dass neben den Studieninhalten auch Tugenden und Werte vermittelt werden, die denen eines Samurais recht ähnlich sind. Deshalb wird in Wolfsburg auch Themen wie Lebenskunst, Entrepreneurship und Verantwortung besondere Bedeutung geschenkt. Einige Beobachter behaupten sogar, dass ein ernsthaftes Interesse daran bestehen könnte, ein globales Umdenken in Bezug auf die menschliche Verantwortung für den eigenen Lebensraum zu erzielen.